Kein. Und dann kommt die Idee Barbara Valentin, dann habe ich sie angerufen und dann erstmal auch, ja, weiß ich nicht, Drehbuch schicken und so weiter, tschüss. Und dann habe ich das Drehbuch geschickt und dann kam ein Rückruf von ihr, sie würde es machen, weil ihr Sohn meine Filme mag. Das Buch fände sie scheiße. Und dann habe ich gesagt, ja, was gefällt dir nicht? Ja, sie hätte es noch nicht gelesen, aber so vom Grundtenor her. Also da wäre irgendwas, was ihr nicht behagt. Sie hätte mal durchgeguckt und das wäre doch sehr wenig. Und da habe ich gedacht, die will richtig spielen, ist ja doll. Dann haben wir noch geändert, haben dann mehr reingeschrieben. Und dann bin ich runtergefahren und dann war ich bei ihr in der Wohnung. Da hat sie mich völlig verheult empfangen, weil sie wegen Freddie Mercury geweint hätte. Und zwei AIDS-Kranke im Haus wären jetzt auch noch gestorben. Und sie weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und hatte so ein Wodka-Glas immer und den Busen hochgestemmt in so einem Apparat. Und alles mit Plüsch und Katzen und so weiter. Und dauerte eine Stunde, dann bin ich wieder gefahren. Und dann haben wir telefoniert und haben gesagt, okay, sie macht. Dann hatte sie noch Bedingungen, also erstens Hotelzimmer First Class, Flug First Class, Klimaanlage, Chauffeur und Bodyguard, glaube ich nicht, aber irgendwie Tresor oder, nee, weiß ich nicht, irgendwas wollte sie noch haben. Und dann habe ich gesagt, ja, First Class geht nicht, Business allerhöchstens mit Air Zimbabwe. Was ist denn das und so? Sage ich, ja, die stehen auf der schwarzen Liste, aber die sind sehr gut vom Service und da kann man bestimmt mit, also das ist ganz in Ordnung, da fliege ich auch mit und ich habe höllische Flugangst, also aber das habe ich dann gemacht wegen Barbara Valentin. Jedenfalls ist sie dann da runtergekommen und das Erste, was sie wollte, war ihr, sie hatte Schmuck mit für 100.000 Mark. In einem kleinen Kästchen, 100.000 Mark Brillanten. Und dann such mal in Afrika irgendwie ein Schließfach. Dann haben wir eine Bank aufgetrieben, die hat es dann eingeschlossen. Und dann ging die Krise eigentlich schon los. Sie lief immer nur von ihrem Zimmer zu diesem Eisautomaten, dann wieder Wodka und dann wieder ins Zimmer. Dann eine gute Episode war die Tabea, also meine Kostümfrau, ging ins Zimmer rein, um sie anzukleiden. Und Barbara Valentin stand immer mit hochgebügelten Busen da in diesem Apparat dann also auf dem Balkon und trank Wodka und guckte so und irgendwann klopfte es und Tabea ging so hin und dann stand dann ein englischer Geschäftsmann und guckte so ins Zimmer rein und dann Tabea dachte, das wäre ein Bekannter von Barbara Valentin, weil es hieß, da käme noch jemand, den sie kennt oder so, also irgendwann im Laufe der Zeit aber und ließ den rein und dann ist der Mann einfach rein und hat sich so in einen Sessel gesetzt. Und hat da so gesessen, Barbara Valentin kam rein und dachte, Tabea hätte den Mann reingeholt, das wäre einer vom Team. Und dann saß da ein wildfremder Mann und dachte, Barbara Valentin ist eine Prostituierte, die bietet sich an draußen. Und das war also so das erste größere Missverständnis. Dann sind wir abends mit ihr essen gegangen und dann ging sie aufs Klo und kam wieder, was ist denn hier los? Oh, widerlich, diese schwarzen Frauen, die keifen. Wirklich, so war sie drauf. Die soll mich nicht anpacken, die soll mich nicht anpacken. Wo ist meine Tasche? Und so. Und war so das Hühnchen, was ist denn das für eine Scheiße? Und eine Krise nach der anderen. Es war richtig, richtig super scheiße. Und ich hatte vorher noch natürlich auch erzählt den Afrikanern, da kommt ein deutscher Schauspielerin, eine wahnsinnige Frau, ein Star aus Deutschland, die Barbara Valentin, ganz tolle Tante und so, die hat gespielt bei Fassbinder und bei Atze Brauner in den Filmen, eine super Frau. Und jetzt, wo die anfängt und sagt, der Schwarze soll mich nicht anpacken, da war ich natürlich auch Rassist. Also in dem Moment war jetzt ein Problem, wie vermittel ich, dass die jetzt schlecht drauf ist oder so. Und dann hat sich das alles summiert, dann gab es eben den ersten großen Drehtag und sie fuhr morgens um 4 Uhr, das war sehr früh, gebe ich auch zu, fuhr sie dann rüber in die Maske und Garderobe, die war 20 Minuten entfernt, weil da eine Lagerhalle war, die wir mieten konnten und da ist sie dann aufgetaucht, das hat Tabea erzählt, hat dann da gewartet auf ihre Maske, die Maskenbildnerin hat ja auch so ein paar Sachen schon da zurechtgelegt, damit sie sich selber mit ihrem, sie hatte ihre eigene Schminke mitgebracht, pudern kann. Und irgendwann taucht ein kleiner, gewachsener Afrikaner auf, Thomas Schipfe. Den habe ich in einem Restaurant kennengelernt. Ich saß da und suchte die Hauptrolle, also die Rolle für diesen Jesus Panne heißt der im Film, Peter Panne, der schwer verletzt wird von der Mutter, weil er eine Mummel in der Nase hat. Die Mutter versucht es mit einer Stricknadel rauszuholen. Vater ist UNO-General, kommt zu früh nach Hause nach der Preisverleihung, stößt die Tür auf Nadel in den Kopf. Kind wird schwer verletzt und gerät in die Hand von einem ungarischen Arzt, der damals im Nazireich Experimente mit Menschen gemacht hat, der den Kleinen operiert und ihm eine Vagina auf den Kopf operiert. Der Vater holt ihn ab und der Kleine hat eine Vagina auf dem Kopf.
aus der es so unglaublich zischt und stinkt, dass er die verwenden will für eine V2, die der UNO-General dem amerikanischen, afrikanischen Diktator geschenkt hat als Antrieb. Und der soll da unten eingespannt werden, wird mit Whisky gefüllt und dann schießt er eben ab mit dem Ding. Und was dann nicht klappt, ist, der afrikanische Diktator will den amerikanischen Präsidenten an Heiligabend töten und der katholische Bischof, der wegen einer Sache in Wien exkommuniziert wurde, will damit den Vatikan zerstören. Dadurch entsteht eine Reibungsfläche, wie in jeder guten Dramaturgie. Und am Ende wird aber der amerikanische Präsident zerstört. Und jetzt kommt also der kleingewachsene Thomas vorbei, der in dem Restaurant Kellner ist. Und ich saß da so am Tisch und plötzlich kommen so Gläser in der Höhe so vorbei. Und ich denke so, was ist denn das? Und guck so. Und dann sage ich, wer ist denn das? Ist ja doll und so. Und dann habe ich den kennengelernt und Thomas war ganz klasse. Und Thomas hat immer nur gesagt, okay, okay, I do it, okay. Und Thomas hat also gespielt, diese Rolle von Jesus Panne. Und jetzt kommt er an. Und das ist ihr Sohn im Film, ne? Jesus Panne, also dieser kleine Thomas, ist ihr Sohn. Und da hat sie die erste Krise gekriegt. Mein Sohn, was ist denn hier los? Das ist ja so pervers und so weiter. Und dann hatte der die erste Schminke schon hinter sich und hatte also diese Vagina-Maske auf dem Kopf. Und was ist denn das? Und er hat das Drehbuch nicht gelesen. Der hat das Drehbuch echt nicht gelesen. Und dann, das darf er nicht wahr sein, eine Vagina auf dem Kopf. Und dann fing sie an zu argumentieren und hat sich verheddert, weil sie sagte, dieser arme, schwarze Mann, der sowieso schon von der Natur so benachteiligt wurde, muss jetzt noch eine Fotze auf dem Kopf tragen. Das ist unglaublich. Und dann hat sie dann die Flucht angetreten und ist dann von einem unserer Fahrer da in irgendeiner Steppengegend dann gefunden worden mit einer Apfelsine in der Hand. Die hatte ihm ein Afrikaner geschenkt, weil sie weinte und hat ihm eine Orange geschenkt. Und dann wie in Hamburg am Bahnhof und mit verteilten Rollen. Ja, und dann ist Barbara Valentin also gefunden worden, ins Hotel transportiert worden, kriegte dann Nervenzusammenbruch. Ich wurde geweckt mit der Meldung, Barbara Valentin hat einen Nervenzusammenbruch, es geht nicht weiter. Und da sie auch schon im Vorfeld wirklich für Krise gesorgt hat, hat Udo Kier, der sie eigentlich latent hasst, gesagt, da weiß ich jemanden aus Amerika. Ich habe gerade eine Audition gehabt, da habe ich Autogramme gegeben und neben mir zwei Tische saß das Busenwunder von Rasmeier Kitten Nadividat. Die rufen wir jetzt sofort an. Und dann sage ich, was willst du denn mit der? Ja, die ist super, die musst du kennenlernen, die spielt die Rolle bestimmt. Und dann sind wir ins Zimmer rein, während Barbara Valentin Nervenzusammenbruch hatte, der Produktionsleiter die Ausfallversicherung, die ich Gott sei Dank hatte, anrief und die Ausfallversicherung einen Psychologen beauftragte, einen englischen Mann, Barbara Valentin, gegen Nachmittag, wenn sie dann irgendwie wieder in der Reihe war, mal zu begutachten, um festzustellen, ob ich Entschädigung kriege dafür oder nicht. Haben wir schon eben Kitten Nadividat angerufen. Udo rief die dann an und sagte, hi, es ist Udo, du kennst mich noch, Andy Warhol, Frankenstein, Dracula, ich bin der Udo und das ist ja klasse und Mensch und wir haben uns ja gleich so verstanden, Udo kann das einfach großartig. Und dann sagt er, was denkst du, ich drehe gerade mit einem super jungen Regisseur, stell dir mal vor, in Afrika, und dann sagt er noch, die ist so männergeil, die ganzen Afrikaner hier, die ganzen Schwarzmänner, und so. Und dann hörtest du nur, wie sie, ich habe daneben gesessen, hörtest nur, I like it. Im Ausfallprofessor gesprochen haben. Und jetzt, Kitten Nadividat hat aber schon ein Köfferchen gepackt und war unglaublich, glaubt einem keiner, wenn du es im Film zeigst, sagt jeder, naja, konstruiert, war aber nicht. Und jetzt kommt dieser Typ an, so ein englischer Psychologe da, Psychotherapeut und so, hello, Barbara Valentin und so weiter, Valentine oder so, Barbara Valentine, dann sage ich, ja, sie ist da vorne, geh mir mal dahin und so weiter. Dann ist der Produktionsleiter da gewesen, mein Regieassistent und eben Udo, der aber vor der Tür dann sagte, da will ich nichts mehr zu tun haben, stand aber garantiert so vor der Tür. Und dann rein, Barbara Valentin klopft, also ich klopfte dann Tür auf Barbara Valentin. Ich weiß nicht, was in dem Kopf vor sich ging. So verweint mit Wodka-Glas und wieder dieses Korsett an, dieses riesige Korsett. So, ja, dann sage ich, Barbara, hier ist der Psychologe von der Ausfallversicherung, der ist aus England und der ist zufällig hier und der möchte dich gerne kennenlernen und mit dir reden. Wollt ihr mich für verrückt erklären? Naja, dann kommt mal rein. Und dann
sind wir reingegangen, Tür zu Udukir, Tür zu, hingesetzt. Barbara Valentin saß hier, ich saß hier, da mein, nee, wie war das noch? Genau, da Barbara Valentin, ich hier, da mein Regieassistent und da der Psychologe. Positionsleiter weiß ich nicht mehr, aber hier. Und da der Psychologe. Und jetzt Barbara Valentin fing an mit dem Glas. Er sagte, ja, erzählen Sie mal, was ist denn vorgefallen? Ja, und jetzt hat sie einen Fehler gemacht. Sie hat nämlich nicht erzählt, dass es sich um die Geschichte des Films handelt. Ja? Sie hat jetzt also angefangen und gesagt, ja, ich bin die Frau des Generals. Und mein Mann ist ja homosexuell und er arbeitet für die UNO. Und dieser Psychologe saß so im Sessel, hatte so einen Block und hat so geguckt. Und ich hatte natürlich nur die Ambition, sagte, die muss für verrückt erklärt werden, damit ich das Geld bekomme. Und ich saß so neben ihr und habe so zugehört. Ich konnte echt, ich habe das Lachen mir kaum verkneifen können. Ich habe dann so gesessen, habe immer so rüber geguckt, so. Mein Gott, die arme Frau und so. Ne? Ja, jetzt haben wir ja ein Kind. Das ist natürlich schwarz, klar, das ist schwarz. Einen schwarzen Jungen, einen Lilliputaner und dann hat sie das erzählt. Und natürlich, steckt sich die Murmel in die Nase, ich versuchte mit der Stricknadel rauszuholen. Mein Mann kommt zu früh nach Hause, macht die Tür auf, ich hau die Nadel rein, die Nadel sofort in den Kopf, das Kind wird operiert. Das Kind wird operiert. Trink, trink, trink. Und dieser Psychologe ist wirklich das Bild, dieser Typ so. Ich glaube, in seiner ganzen Zeit ist das noch nie passiert. Der hat gedacht, das gibt es nicht, was erzählt die Frau? So offensichtlich im Blödsinn. Und dann sagt sie, ja, und dann ist er operiert worden und jetzt hat er die Fotze auf dem Kopf. Ja, und dann hat der Psychologe nur noch gesagt, ich finde es jetzt sehr wichtig, dass Sie mal ganz kurz rausgehen und ich mit Frau Valentin mal alleine rede, weil ich einfach und so weiter. Und dann, ja, selbstverständlich, wir gehen da mal raus. Und dann Udo, wie war's? Und dann kurz erzählt, dann in die Halle und dann haben wir da so gesessen. Ich musste so lachen, weil es einfach, sowas gibt's nicht. Und dann kommt da raus und sagt, also ich schreibe Ihnen das jetzt auf, die Frau ist ja völlig unzurechnungsfähig und da sind wohl Drogen im Spiel und das geht schon klar. Und dann hat er das der Versicherung geschickt, daraufhin kam der Anruf, keinen Meter mehr mit Frau Valentin drehen und die Rechnung wird auch bezahlt, haben Sie Ersatz, sonst helfen wir. Und da wollten die uns Iris Berben vorschlagen, das dürfen die, aber das wollte ich da nicht. Und dann haben wir Kitten angerufen, I'm coming! Und dann wirklich 2 Tage später ist sie dann angekommen und dann ist die da aufgenommen worden. Die kam an, die schwarzen Männer, die war völlig aus dem Häuschen. Und da beim ersten Abendessen hat sie You Like My Tits, hat sie so hochgemacht und hat den Chauffeur so bong, 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 bong und so weiter. Und das war unheimlich stabilisierend fürs gesamte Team.